Ja, hallo, der Ghost Dog hier. Ich habe mal wieder eine kleine Spielerei vorzustellen. Hab gesehen, meine Hand dampft fleißig. Ist keine Zauberei, ist ein kleines Spielzeug. Ist so ein kleiner, es ist ein, ist, es ist eine kleine Schlüsselanhängerdampfer. Habe ich in England entdeckt. Es ist eine feine Sache für unterwegs, wenn man mal wirklich seine Dampfe vergessen hat. Ja, schaut euch das Ding mal ein bisschen genauer an. Hat schon ein paar Beulen davon getragen, weil ich das Ding sonst halt auch an Schlüssel mit dran habe und in der Hosentasche bleibt das mal nicht aus. Das kommt in so einer netten Verpackung. Ladegerät ist mit bei, USB, ja. Dann zwei Kartomeiser und das Gerät an sich selbst, sprich der Akku. Ist dann so groß, haben wir hier vorne 510er Anschluss, ist ein Autoakku. Ist übrigens der gleiche Unterdruckschalter drin wie in den 510T Modellen. Wir haben das Ding schon mal auseinander gehabt, haben uns das auch mal angeschaut. Das müsste, wenn ich mich recht entsinne, 320 mAh Akku sein, ungetaktet. Ist jetzt nicht so der Knaller, ich sag mal, könnte stärker sein, reicht aber vollkommen aus für die Größe, ist akzeptabel. Ja, soweit. Das hier ist ein kleiner LR-Verdampfer. Schmeckt ganz gut. Macht auch Dampf. Ich schraube jetzt einfach mal um auf den Originalen, der da mit bei ist. Das ist der hier. Ist fast genauso groß wie der Akku selbst oder ist genauso groß, wenn man Gewinde mitnimmt. Ja. Der Drip-Tip, den habe ich extra bestellt gehabt. Dampft auch, ist aber halt nicht so der Knaller jetzt. Das mag vielleicht auch daran liegen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter. Die Watte da drinnen, die ist nicht wirklich ausfüllend von dem Gehäuse. Man kann aber die Hülse von dem Sockel abziehen und dann könnte man eventuell neue Watte wickeln. War jetzt nicht so unbedingt mein Anliegen. Also es funktioniert und das reicht mir eigentlich schon. Was man noch dazu sagen kann, die Cardomaser sind befüllt mit Menthol. In High steht drauf, was die da jetzt nur unter High verstehen. Hier mein Kameramann flüstert mir gerade zu, dass das 18er ist. Ja, ich bin hier wieder bei meinem Kumpel zu Hause. Der hat einfach das bessere Kamera-Equipment. Ja. Was wir auch schon drauf ausprobiert haben, ist der kleine hier von Wollisch. Ja, hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Der dampft hier drauf auch richtig gut. Vorführeffekt, er ist gerade ein bisschen abgesoffen. Seht ihr, jetzt kommt's. Aber ich verbrenne mir gerade ein bisschen die Lippen an dem heißen Liquid, was da oben dran war. Also seht ihr, der Wolle, das ist das Goldene vom Ei, so ein kleines Mistding. Und dampft wie eine Dampflok. Da kommt meines Erachtens selbst nicht mehr der LR ran an den Wollisch Clearomizer.
Ja, ich würde sagen, mit dem Clio-Meiser hier, ja doch, Clio-Meiser von Wollisch, den jetzt unbedingt in der Tasche haben, ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil der hat eine Plastikhülse, der ist ein bisschen empfindlicher und ja, der hat jetzt gerade hier gelegen. Es kann halt passieren, dass der dann doch mal ein bisschen suppt oben aus der Wendel raus. Da sind die Kato-Meiser aus Edelstahl dann doch schon ein bisschen stabiler, also da passiert nichts. Ja. So Kratzer oder dass es halt mal eine Beule gibt. Ja, ansonsten, ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was das Ding gekostet hat. Da muss mir mal mein Kameramann nochmal helfen. Ja, der googelt jetzt immer eben schnell. Ja, ansonsten ganz normal der USB-Lader, ja, auch mit 510 Anschluss. Ich schaue mal drauf, was da drauf steht. Output 5 Volt und 0,1 Ampere. Also sprich, der lädt mit 100 Milliampere weniger als wie die 510 Auto-Akku-Ladegeräte rausbringen. Die bringen meines Wissens 150 Milliampere. Ja, Ladezeit geht also. Ja, Stunde ist er eigentlich voll, kann man sagen. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Er flüstert mir schon wieder zu, circa 16 Euro. Ja, der schämt sich ein bisschen. Ja, das macht das natürlich nicht. Hier drin ist nämlich auch hinter dem Boppel ist auch eine kleine LED drin. Ich versuch das Ding mal zu aktivieren. Ja, irgendwie Vorführeffekt jetzt. Weil der schaltet nämlich genauso auch in den 3-Burn-Mode wie die 510er Akkus. Nur jetzt nicht gerade. Ja, was kann man noch dazu sagen? Vom Gewicht her, ich hole mal kurz die Waage. Mal kurz das Ding da drauf werfen. Ah, die ist noch nicht so weit. Nun komm schon. Vorführeffekt. Schlecht vorbereitet. Die will nicht. Jetzt. Wiegen tut das Ganze 46 Gramm. Ja, also. Ist jetzt auch keine große Belastung, wenn man das Ding in der Tasche hat. Wiegt ungefähr genauso viel wie ein großer Schlüssel. Ja, das war es eigentlich schon. Ist eine nette Spielerei, ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, drauf umzusteigen oder so. Wie gesagt, das ist Spielerchen. Ja, ist mal eine andere Sache. Vielleicht eine nette kleine Alternative zum Probieren und ja, ein Gag kann man sagen. Oder wenn man zum Beispiel mit der Öffentliche fährt oder sowas und dann auf da in der S-Bahn-Station steht oder U-Bahn-Station, wie auch immer. Wenn man da an seine Hand nuckelt, das fällt nicht auf, ne? Merkt man überhaupt nicht, sieht man nicht. Ja, macht Spaß. Ja, und manchmal gucken die Leute auch ganz verdutzt, wenn man da an seine Hand zieht und so und macht und tut und dann dampft das auf einmal da raus, dann gucken sie recht komisch. Hat schon manchmal einen Augenblick der verdutzten Gesichter gebracht. Also, Fazit ist, Spaß macht's. Ja, Kosten Nutzen lassen wir jetzt dahingestellt. Da gibt es bessere Geräte, ist klar. Aber für 16 Euro ist das vollkommen okay. Also da gibt es teurere Spielereien, die man auch nicht braucht. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt
oder noch irgendwelche Anregungen dazu, könnt ihr sie unten wie immer posten. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute. Ich verabschiede mich dampfenderweise aus Berlin. Ciao.